Nuri, Glückwunsch zum 3:0 gegen Nürnberg. Das sah von außen super souverän aus. Wie war dein Eindruck? Ja, genauso. Ich habe ja auch lange Zeit von draußen das Spiel gesehen. Und ja, wir haben eine souveräne runtergespielt, unsere Chancen genutzt und sind auch früh 2:0 in Führung gegangen. Ich denke, es war wichtig, dass wir nach dem 1:0 direkt nachlegen. Und ja, dann haben wir das gut runtergespielt. Du wurdest nach dem Spiel noch alleine von den Fans auf der Südtribüne gefeiert, nach den emotionalen Momenten in Bremen, heute nochmal hier im heimischen Stadion. Erzähl doch mal, wie war der Tag heute für dich und dann dieses Ende? Ja, vor allem war es schön, wieder zu Hause zu sein, im Stadion zu sein und ja, so ein Empfang, wie auch in Bremen, nochmal getoppt. Und ja, da kann ich mich eigentlich nur bedanken. Also das ist nicht selbstverständlich und das hat mich wieder total glücklich gemacht und ich wollte einfach ja, zeigen, dass ich wieder der Alte bin, der vor 1,5 Jahren weggegangen ist und dass ich so empfangen wurde, dass jetzt bin ich einfach dem Verein auch und der Mannschaft schuldig, dass ich wieder meinen Fußball spiele, der mich zu dem gemacht hat, was ich bin und ja, einfach nur glücklich. 3 Punkte, gut gespielt und ja, ich konnte einen kleinen Teil auch dazu beitragen, das ist dann noch schöner. Um einer hättest du sogar noch einen Assist gegeben, eine Flanke, Kopfball, das wäre ja noch eine unglaubliche Geschichte geworden. Wie schon gesagt, da müssen wir ein bisschen dran arbeiten, da muss er fester köpfen. Alles klar, Nuri, ganz herzlichen Dank, schönes Wochenende.